Komm schon! Greifen! Komm schon! Zieh doch! Na! Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play SmackDown vs. Raw 2011. Ich muss mal eben die Zeit aufschreiben, so 39. Ja, wir sind gerade mittendrin in diesem Leiter-Match und wir wollen auch irgendwie gewinnen, natürlich, ja. Unterstützt mich doch. Vielleicht durch eure Likes gewinne ich dieses Match. Ich weiß nicht. Also diesem Video einfach einen Daumen nach oben geben, würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen oder mal behaupten, wir befinden uns schon sehr stark in der Endphase dieses Matches, wo wir dann auch wirklich jetzt herausfinden, wer der Gegner des Undertakers bei WrestleMania sein wird. Und ich habe es schon einmal verloren und ich muss jetzt nochmal ran. So, ich war eben gerade schon kurz davor, es zu schaffen. Probier es gleich nochmal. So, Leiter nochmal hinstellen. Und mal gucken, ob es jetzt was wird. Ich gehe nochmal hoch. Greifen. Na, Mann. Ich werde wahrscheinlich wieder in die Seilen landen, ja. Klar. Ich mag Leiter-Matches nicht. Mögt ihr Leiter-Matches gerne schauen? Also jetzt, im Wrestling, in der WWE oder sonst wo. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Was soll das denn? Was soll das denn? Ich musste, Moment, ich muss meinen Stoppo wieder anmachen. So, neu. Jetzt, Manhattan Drop. So, jetzt raus, bitte. Raus mit dir. Wir haben jetzt drei Leitern hier im Ring. So, tschüss, Cast. Kozlov, Kozlov. So, Jericho ist beschäftigt. Hoch. Hoch. Ey, Mist. Wie komme ich hier runter? Jetzt muss ich mal nachgucken. Match-Info. Tutorial. Leiter-Match. Leiter hochklettern. Kreis muss ich drücken. Okay, zum Runterklettern. Gut zu wissen. Muss ich nicht mal runterspringen. So, noch eine Leiter hier. Natürlich, warum nicht? Hoch da. Probieren wir es erneut. Greifen. Ziehen. Jawohl. John Moxley schafft es. John Moxley sichert sich den Vertrag, um den Undertaker wrestlen zu dürfen bei Unforgiven. Nein, WrestleMania. Ach, schön. But he may have never faced a threat quite like this. That's true, Michael. I'm surprised he isn't out here congratulating the winner. We know he's not scheduled for the Royal Rumble match, which is taking place next. Ach ja, ach ja. Und so gewinnen wir auch dieses Match. Nach dem zweiten Versuch. Immerhin. War schon eine schwere Geburt, aber was will man machen, ne? Was will man machen? Wir sind in Memphis, Tennessee, der Heimat von Jerry Lawler. Jedenfalls wird das immer gesagt. Ah. Wer hat denn gewonnen? Und jetzt? Nichts weiter passiert. So, Backstage dürfen wir oder sollen wir mit irgendeinem reden? Ja, wir haben Punkte gekriegt. Ja. Immer schön zu hören. Immer schön zu hören. So, jetzt gehen wir zu Stephanie McMahon anscheinend. Wir sollten Jack Swagger und Show. Bist du Stephanie McMahon? Ich glaube schon. Ja. Ja. Just think, if you could beat The Undertaker at WrestleMania, you'll forever etch your name in WWE history. Oh, was ist denn hier los? Was mit dem Bild? Muss das so? Ja, das musst du. But I think anyone was? In WWE can be defeated. It just takes... Wait a second. Are you okay? Ach so. Weird just happened. Well, it's just your eyes glazed over a little bit. Come to think of it, you do look a little pale. Sind denn der voll oder was? Weiß ich, ob es so aus. Take the night off.
Go home and get some rest. Raw will survive if you miss a night. Okay, Stephanie. You're the boss. Thanks. Ich hab heute frei. Schön zu hören. Na? Swagger? So I get to beat the guy tonight. Who Undertaker is going to beat at WrestleMania? Nein. Nein, du schlägst mich heute nicht. Na, Big Show, was mit dir? Did you see me decimate everyone during the Royal Rumble match? I barely broke a sweat. Hat er gewonnen, oder was? This is going to be the year of the giant. Just you watch. Preferably from a distance. Hm. So, achso, ich muss da hinten hin wieder. Nach draußen. Dann werde ich da mal hingehen. Kann ich sie provozieren? Kann ich gegen sie wrestlen? Nein. Da muss ich jetzt hin. Oh, Romano ist online. Hallo. Du bist hiermit gegrüßt. So, weiter. Weiter mit der Rose WrestleMania. Ich möchte die Backstage Area verlassen. Habe ich auch schon. Habe ich schon. Und jetzt? Es kommt der Deadman, oder was? Und gibt uns den Chokeslam. Im Ring hier. Ah, Kopfschmerzen. Ja, ja. Ja, ja, die Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen. Und jetzt... Listen wir in Little Rock, Arizona? Oh ne, Arizona ist verdammt. Ah, ja, keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was wird das denn hier? Sieht aber komisch aus hier. Hm. Ja, dann mal gucken, was. Okay. Hm. Ziemlich strange alles hier, ne? Gibt's hier was zu sagen? Befinden wir uns jetzt in unseren Gedanken? Oder was? Oder wer... Oh! Hallo? Ja, hallo. Etwas creepy hier. Komm gar nicht klar hier mit der Kamera und so. Ich muss aber zum Match-Dings hin. Hier stehen alle Droids. Ganz viele Droids. Wie heißen die? Android? Heißen die Androiden? Nee. Android ist was anderes. Hey, provozieren. Sieht aber alles ziemlich gleich aus. Oh Gott. Mal gucken, ob der Arzt trotzdem da ist. Hallo? Wo bin ich? Gab es hier eine Invasion oder so? Oder wer wird damit was zu tun haben? Ich glaube, ich... Wahrscheinlich der Undertaker, was? Bist du der Arzt? Bist du die Seele des Arztes? Hast du die Seele des Arztes irgendwo gesehen? Anscheinend nicht. Oh, diese Cover-Perspektive, ne? Hey. Folge mir. Interview-Dings. Stehen auch welche. Na, wer ist das denn? Ich hab das schon mal was gesehen. Oh, was steht hier denn alles? Lost Soul versus Lost Soul. Verlorene Seele gegen verlorene Seele. Verlorene Seele versus verlorene Seele. 15 Mann Battle Royale? Aha. Wer sind unsere Gegner? Habt ihr eine Vermutung? Hm. Tatsächlich. So wie ich es mir gedacht habe. Eine Arena voller Droids. Weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen. So, hier ist Button Smashing. Meint es mal. Also, wie Royal Rumble regeln. Bloß, dass am Anfang schon Leute da sind. Und unsere Gegner sind alle exakt die gleichen. So, einfach Button Smashing und das erste ist schon weg. So, das geht hier an Schlag auf Schlag. Leider kann ich auch nicht kommentieren, gegen wen das immer ist. So, die Regeln sind natürlich klar. Einfach die Leute übers Top Rope schmeißen. Und wir sind raus. Nein, doch nicht. Die Musik ist auch sehr cool. Oh Gott, ich muss alles drücken. Nein! Ich bin noch nicht raus. Ich bin noch nicht raus. Nein. Ich bin noch nicht raus. Gut. Aber ich bin Finisher oder wofür ist die Anzeige?
Royal Rumble. Da würde ich gerne helfen. Gegen ihre eigenen Brüder hier. Oder gegen die eigenen Kollegen. Da kommt schon der nächste. Druid. Wie heißen die auf Deutsch, ey? Ich nenne sie Druids. Ich nenne sie Männer. Die Männer hier. Falls ihr den deutschen Begriff dafür wisst, dann schreibt mir es doch bitte. Mir fällt da einfach gerade nicht ein. Druide, oder nicht? Druide. Dreieck. Na, als nächstes. Als nächstes X. Scheiße. Da war ich zu langsam. Da. Noch ein Druide. Na, grapple ihm. Ihm. Ihn. Button Smashings. Time, time, time. Aber warum sind wir in dieser Battle Royale? Das ist ziemlich strange. Haben wir diese Kopfschmerzen aufgrund von Undertaker? Will er uns irgendwie fertig machen, mental? Das haben wir auch schon im SmackDown vs. Raw 2008 Let's Play gesehen. Dort hat er ja ein bisschen mit den Gedanken von Jeff Hardy gespielt. Der Part heißt irgendwie, Jeff, hör auf mit den Drogen. Also ein sehr schönes Thumbnail. So, dann machen wir mal Tree of Woo hier. Bam, schöner Dropper. Wunderbar. Ich müsste am besten jetzt noch irgendwie einen Stimmfilter einbauen. Wo ich so komisch rede mit Echo und so tief oder was. Alles keine Lust drauf. So. So, dann probieren wir mein Bestes, hier gut klarzukommen. Noch ein Druide. 15 Mann. Wir warten auf die letzten 5. 6 Leute können nur gleichzeitig im Ring sein. So ist es ja bei. Oder so ist es so gut wie schon immer gewesen. Badam. Und der nächste Druide raus. Kann aber auch keine Finisher haben, oder? Sehe ich das richtig? Oder ist diese Anzeige unten einfach für die Battle Royale entscheidend? Muss die leer sein, damit ich rausfliege, oder wie? Einmal raus mit dir. Kacke. Scheißen Dreck. Ist dieser diese Arena auch im Story-Modus spielbar? Exhibition-Modus spielbar? Ich glaube ja, ne? Also die Arena bin ich mir so gut wie sicher, dass diese spielbar ist. Habe ich auf der PlayStation 2 noch gesehen. So, dann kann ich. Oh. Gut gekontert. Der nächste Druide kommt. Grappelst du? Ja. Nein. Kacke. Und so bin ich überhaupt nicht gut. Okay. Ah, die haben ein schönes Moveset anscheinend, was? Und man kann ja die Druiden auch im Exhibition-Mode auswählen, soweit ich weiß. Aber haben die jetzt hier alles gleich im Moveset? Ja, jetzt kommt, zeigen wir mal einen Knee-Trembler. Hey. Geht doch. So, Viereck. Kreis. Viereck. Heiß. Viereck. X. Dreieck. Badam. Und tschüss. Es werden immer weniger Druiden. Und es fehlen nicht mehr viele, bis wir das Ganze hier auch geschafft haben. Mussten hier aber auch als. Fast. Ja, als erstes. Ja, als erstes waren wir im Ring. Hier rein. Was ist das denn jetzt? Eine Double-Team-Aktion. Oh, schön. Habe ich denn die Aktion schon mal gesehen? Ist das eine Aktion von M&M? M&M's? M&M? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, sagt mir doch mal eben, wer diese Aktion öfters gezeigt hat. Oh! Und tschüss, würde ich mal so behaupten. Oh, wer hat das gedacht? Druide. Druid. So, der scheint schon angeschlagen zu sein. Dann machen wir hier mal ein paar Kicks. Irgendwie zerstört diese. Oh, wir haben tatsächlich Finisher. Die Shira-Musik, die Stimmung, kann das sein? So einmal. Nein, das wollte ich gar nicht machen, aber ist egal. X. X. Also, sonst würde ich mich zu Tode gruseln hier. Tschüss! Du darfst einmal hier. Finisher! Und er ist automatisch raus. Mit einem Big Boot. Ey, Überraschung! Great. Wenn wir jetzt noch helfen, denn es ist nicht mehr weit bis zum Sieg.
Sage hier. Mal gucken, ob wir ihn. Was? Bleiben wir einfach hängen hier? Nein! Kreis. X. Kreis. Jetzt will ich nicht raus. Ich bin fast fertig hier. Nicht helfen. Na, ein Glück. Ein Glück. Das wäre ja auch was geworden jetzt. Die scheinen alle das gleiche Moveset zu haben. Kann auch sein, dass ich auch immer bloß den gleichen angucke. Man weiß es ja nie. So, hilf mir! Wie kommt noch wer? War das jetzt nicht schon die 15? Oder kommt der Undertaker als erstes? Ne, jetzt ist die 15 erst. Mein Fehler. Und tschüss. So, zwei jetzt noch. Shoulder-Tackle. Eine sehr gruselige Episode hier. Machen wir fast in die Hosen. No. Nee. Aber ein bisschen creepy ist das schon, wenn man... Stell dir mal vor, ihr seid in so einem Raum voller Druiden. Oder die Druiden, die euch zugucken, so, ne? Naja, was will man machen? So, hilfst du mir eventuell? Druide? Druidenfreund? Nein. Komm. Was muss ich drücken? Was? Chef war zu langsam. Aber wirklich diesmal. Aber sowas von. Welche Arena ist das denn hier? Boah. Ich will den Apron sehen, bitte. Hey, wo sind Michael Cole und Jerry Lawler? Sind die auch Druiden jetzt? Ich kann aber nicht alleine rausgehen. Schade. Bulldog! Schade ist das schon. Oh! Double Team Aktion! Badam, badam. Sei doch mal ruhig hier mit diesen Brummtönen, die gehen ja voll auf den Sack. Aber sowas von. So, langsam aber sicher verliere ich hier meine Anzeige. Das ist gar nicht gut. Fast wäre rausgeflogen. Nein. Raus mit dir. Nein, das wollte ich so nicht, aber ist egal, ich probiere es trotzdem so. Kann ich helfen? Nein. Funktioniert das? Funktioniert das? Hm. Nein. Direkt reingelaufen. Mich dauert es aber lange, bis wir den letzten hier rausgebracht haben. Also jetzt kannst du mir helfen, wenn du nicht bis Viereck. Aber nein. Kreis. Dreieck. Jawohl. Fehlt nur noch einer. So, jetzt wird Zeit, Herr Druide. Nein, 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 nein. Schon wieder ein Elbow Drop. Würde mich mal interessieren, welche Nummer er hier ist. Wäre cool, wenn er seine nachverfolgen würde, so, ne? Und rüber mit dir. So schwer kann es jetzt nicht mehr sein. Och, Mann. Da war ich etwas voreilig. Nein! Boah, ein Glück. Ich dachte, flieg jetzt raus. Ey, wehe, beim letzten bin ich jetzt weg. Boah, ein Glück. Ein Glück. So, probieren wir es nochmal. X. Scheiße, zu langsam. Viel zu langsam. Wer die Arme gerade davor gepackt hat. Auch schön. Eigentlich wäre es besser, wenn ich... Nein! 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 Oh Gott, das wird nichts. Weg! Doch! Glück gehabt. Schön Glück gehabt. Ich möchte dich einfach über die Seile schmeißen. Und verlieren, genau. So, nochmal. Dauert ja ewig, Dreieck. Na? Na? Na, Viereck! Ja, komm! Einmal noch, X!
Jawohl! Nein! Ich glaub's nicht. Der Sack ist immer noch im Ring. Ist aber ein gut trainierter Wrestler. Dreieck. Ich darf das hier nicht verlieren, ey. Das wäre echt doof. Ich mach das garantiert nicht nochmal hier. Das könnt ihr aber annehmen. Wann kriegt ihr denn wieder einen Finisher? Anscheinend gar nicht mehr. So, jetzt. Das wollte ich haben. Dreieck, Kreis! Jack! Kreis! Jack! Na, endlich! Wir haben es geschafft! Das war aber auch was, eh. Das war was. Glaubst du ja gar nicht. So, kriegen wir jetzt noch eine Cutscene oder irgendwie sowas? Na? Wäre eigentlich passend jetzt so, ne? An dieser Stelle.